Also, dann machen wir auch direkt weiter und steigen in die Klinik ein. Ja, Diabetes ist ein Problem nicht nur bei uns. Wenn Sie hier gucken, steigende Diabeteszahlen, insbesondere auch in Regionen der Welt, wo die ökonomische Situation sich vielleicht etwas verbessert. Damit steigt die Diabetesrate, damit steigt das Problem der Spätfolgen und damit natürlich auch die Komplikationen, die zum Beispiel Augenärzte zu behandeln haben. Wenn man guckt, was dem Patienten Sorgen bereitet, ist das Sehen an einer sehr zentralen Stelle. Das ist eigentlich das, was natürlich relevant ist, dass eine Zuckereinstellung auch weiter eingehalten werden kann. Und ich liebe es immer, dieses uralte Bild hier zu zeigen und auf den alten Duke Elder, die Eltern von uns kennen das praktisch noch, das war das Lehrbuch der Augenheilkunde, bei dem das noch als Tragödie beschrieben war und man konnte es vorhersehen, aber nichts tun. Das war in den 70er Jahren. Heute können wir was tun, wir können vor allen Dingen auch die Risikofaktoren einstellen, das können die Diabetologen und zunehmend besser, auch mit der Zuhilfenahme von künstlicher Intelligenz. Man muss die Hauptrisikofaktoren reduzieren und sich so ein bisschen überlegen, wie stelle ich den Patienten optimal ein. Es ist leider immer noch so, dass eigentlich doch ein recht großer Anteil der Patienten diese diabetische Retinopathie entwickelt. Und wenn Sie das hier gucken, nach 20 Jahren sind das immer noch 40%, die mit einem klinisch relevanten diabetischen Retinopathie dann vor Ihnen stehen und Ihre Praxis besiedeln. Das kennen Sie alles und Sie kennen auch die Progredienz des Befundes. Dazu kommt noch das diabetische Makulaödem. Und wenn man hier einmal guckt, wie man die Patienten kontrollieren soll, ist Ihnen das alles bekannt. Je fortgeschrittener das Diabetesstadium, desto häufiger müssen Sie diese Patienten dann auch in Ihrer Praxis sehen. Sehr effektiv, wie gesagt, die Diabeteskontrolle, HbA1c-Senkung ist eigentlich der Schlüssel zu allem, das werden Sie gleich nochmal hören. Und wir können als Augenärzte dann dazu beitragen, indem wir die Patienten mit ihren Frühstadien, dann wenn man die ersten Zeichen sieht, auch tatsächlich zum Diabetologen schicken und sie dort anbinden und die Risikofaktoren einstellen lassen. Und dann können wir eigentlich diese Spätstadien, an denen wir behandeln müssen, dann auch entsprechend herauszögern. Erstes Problemthema, Lasern scheint ja fast unmodern geworden zu sein, seitdem wir diese Spritzen machen können. Jeder spritzt, ist es ja viel leichter. Müssen wir noch lasern? Ich meine ja. Und Lasern ist total relevant und immer noch modern. Die Studie von 1975 ist genauso aktuell wie heute. Sie kann nämlich zeigen, dass im Vergleich zur Kontrolle der panretinal durchgelaserte Patient eigentlich ein geringeres Risiko hat, eine Erblindung zu erleiden. Das ist, wie gesagt, immer noch modern im heutigen Zeitalter und das ist hier die alte Publikation, also Koagulation reduziert den schweren Visusverlust. Heute ist Bildgebung besser geworden. Wir sehen nicht mehr nur die zentrale Mitte, die hier in diesem Patienten unauffällig aussieht. Wenn wir hier ganz nach außen gucken, sehen wir, wo das Problem liegt, nämlich diese peripheren Blutungen. Und wenn man dann eine Angiografie macht, dann sieht man häufig, dass der Patient peripher diese großen Ischämieareale hat. Und da ist das Problem, wenn Sie das spritzen, können Sie den momentan natürlich ruhig halten. In dem Moment, wo Sie aber mit dem Spritzen aufhören oder Ihr Patient bei Ihnen nicht mehr auftaucht, dann fängt das Desaster an und die Proliferation wird irgendwann traktiv. Dabei ist die Weitwinkelbildgebung ein deutlich überlegenes Verfahren und ist sehr zu empfehlen. Sie alle kennen das, wie man die Peripherie gut darstellen kann. Laserkoagulation ist Ihnen auch bekannt und es wird immer Werbung gemacht, wie kann man Lasern schöner machen. Dieses Pattern-Lasern ist sehr modern, auch meine Assistenten lieben das. Da kann man dann irgendwie 5x5 Herde auf einmal reinmachen. Der Patient jault nicht, weil das alles so kurzpulsige Herde sind und das sieht auch ganz schön aus. Man ist ja schnell fertig und alle sind fröhlich. Der Netzhautchirurg ist nicht fröhlich. Warum nicht? Weil diese Patienten trotzdem proliferativ werden. Diese mikrogepulsten Laser, die führen dazu, dass der Schaden des der Laserläsion vorwiegend im Pigmentepithel ist. Das heißt, das, was Sie kriegen, ist eine Pigmentepithelatrophie. Wenn Sie diesen Patienten, ich gehe nochmal zurück,
dieses Bild 10 Jahre später angucken, hat er eine im Prinzip über den ganzen Fundus verteilte RPE-Atrophie. Und er kriegt natürlich irgendwann eine sekundäre Photorezeptor-Atrophie. Aber der wird sich im Straßenverkehr nie wieder bewegen. Das Schlimme ist, in der Zeit, wo die Photorezeptoren noch aktiv sind, wo sie nämlich nur die Pigmentzellen kaputt gemacht haben, proliferiert der auch wie wild. Und wir sehen ganz häufig Patienten zur OP, die sind dann vorgelasert mit solchen Patternlasern. Und ich hasse das, wirklich. Ich finde das ganz was Furchtbares, das ist ein Verbrechen am Patienten. Meine Assistenten verstehen das auch nicht, weil der Patient jault nicht und sie sind schnell fertig und das geht so schön. Ich verstehe auch das Verkaufsargument, aber Sie müssen begreifen, wie dieser Laser funktioniert. Das sind wirklich kurz gepulste Laserherde und Sie machen die Pigmentzellen kaputt. Damit haben Sie aber keinen antiproliferativen Effekt. Und die da gibt es eine Arbeitsgruppe, die ist in Belfast, die hat das schön untersucht, das ist Noemi Lewis und ihr Mann, die da so ein Cochrane-Review gemacht haben. Die haben tausende von diesen Parametern angeguckt, sowas ist relativ kompliziert zu machen. Und was haben die rausgefunden? Eigentlich sind diese modernen Lasertechniken nicht überlegen. Also sie sind vom Netzhautchirurgen her, sie haben... wenn Sie eine richtige Argonkoagulation machen, dann haben Sie den Glaskörper ein bisschen abgelöst. Das entsteht dadurch, dass Sie durch Ihren Laserherd, der durch die ganze Netzhautschicht geht, eine Entzündung induzieren und damit eine partielle Glaskörperabhebung machen. Das heißt, ein gut Argon vorgelaserter Patient, der können Sie in der mittleren Peripherie den Glaskörper abheben. Ja, während ein Diabetiker ja im Bereich der großen Gefäßstraßen häufig Proliferationen hat und anliegt. Das ist ein riesiger OP-Vorteil. Wenn Sie da diesen Multispot-Laser haben, dann können Sie gar keine Glaskörperabhebung induzieren, weil da geht der Laser ja gar nicht hin. Der macht die Pigmentzellen kaputt. Ja, und der antiproliferative Effekt, wenn Sie sich vorstellen, wie dick ist die Netzhaut und wo wollen Sie diesen Effekt haben, den anti-ischämischen Effekt, dann muss es da schon eigentlich einen Laserherd geben, der zumindest eine richtige Narbe macht. Also, ne? Richtige panretinale Koagulation, das hilft. Und wenn Sie das hier untersuchen, dann sehen Sie, dass diese Patienten, die heutzutage dann nur gespritzt werden, und darüber ärgert man sich in der Netzhautchirurgie dann natürlich immer, weil irgendwann gehen die aus ihrem Follow-up verloren. Ja, irgendwann hat der Patient was auch immer für eine Krankheit. Der kriegt Covid, kommt nicht zum Spritzen, ist dreimal nicht gekommen, hat eine periphere Ischämie und dann kriegt er eine Proliferation und dann hat er irgendwann eine Traktion und muss operiert werden. Also Sie sehen, dass diese Spritzen bei den proliferativen Patienten dauerhaft notwendig sind, wenn Sie die nur und ausschließlich spritzen. Das geht natürlich und da gibt es viele Studien, die untersuchen diesen Effekt von Anti-VEGF im Vergleich zu Lasern. Das kennen Sie auch alles, da gibt es verschiedene Studien der DRCR-Net-Gruppe, die also zeigen können, dass wenn Sie spritzen, haben Sie am Ende weniger Pars-Plana-Vitrektomien. Das setzt aber immer voraus, dass Sie alle Patienten im Follow-up behalten, dass Sie die regelmäßig spritzen und damit nicht aufhören. Ja, und ich glaube, das ist einfach, zumindest in Berlin wäre das unrealistisch. Irgendwann tauchen die dann nicht mehr auf. Das sind die Empfehlungen unserer Fachgesellschaft. Bei einer schweren NPDR kann die panretinale Laserkoagulation erwogen werden. Bei einer PDR sollte die Laserkoagulation erfolgen. Lasern ist nicht unmodern. PDR heißt eigentlich, das ist ein Patient, der mehr als ein Irma hat. Irma sind diese intraretinalen mikrovaskulären Anomalien. Ja, also eine kleine, das ist schon der Vorläufer einer Proliferation, und dann müssen Sie eigentlich bis in die Peripherie suchen. Zweites Thema, Makulaödem. Welches Makulaödem soll man behandeln? Früher gab es da die Frage der Lokalisation und das sind diese ETDRS-Richtlinien. Jeder würde sagen, das hier muss behandelt werden. Wer von Ihnen würde sagen, das muss behandelt werden? Das ist zumindest außerhalb gelegen. Das ist ein fokales Ödem. Da könnte man sicher diskutieren. Unsere Bildgebungsverfahren sind besser geworden. Sie hatten eben schon sowas von ONFAS-OCT gesehen. Das kann Ihnen das zeigen, was sonst die 90er-Lupe Ihnen gut zeigen konnte. Und man kann natürlich mit dem OCT dann auch diese Entzündungsherde und die Exudate da sehr schön beobachten, neben dem Ödem. Man kann dann definieren, wo sind diese Zysten, wo ist das Ödem und kann daraus eine ganze Wissenschaft machen. Aber am Ende müssen Sie klinisch entscheiden.
Und dann stellt sich immer die Frage, uns werden immer Patienten geschickt, da ist dann ein OCT gemacht worden und da gibt es ein kleines Zystchen. Wer würde diesen Patienten behandeln? Der kommt dann mit der Frage, Spritze ja oder nein. Dieser Patient hat zentral kein Ödem und ich würde denken, den kann man erst nochmal angucken, es sei denn, er hätte peripher noch Läsionen. Bei dem hier ist es eigentlich aus dem Visus schon klar und Sie sehen auch aus dem Fundusbefund, dass das eigentlich schrecklich sein muss und so ist es dann auch im OCT. Es ist ein diffuses Makulaödem, aber der sieht eigentlich noch ganz gut. Wenn Sie das spritzen, passiert Ihnen sowas. Jetzt sieht er viel besser aus. Gucken Sie mal das Fundusbild an, aber jetzt hat er eine Atrophie. Ja, zentral, der wird nicht mehr richtig gut gucken. Der macht Ihnen auch einen Vorwurf, weil der hat vorher viel besser gesehen. Was haben wir falsch gemacht? Schwierig zu sagen. Ja? Also diese Atrophie ist schon vorprogrammiert in dem, was da vorher an Ödem war. Die Atrophie ist auch deswegen vorprogrammiert bei diesem Patienten. Der sieht eigentlich noch ganz toll, Visus 1.0. Aber Sie sehen das Problem, der ist zentral ganz ischämisch, der ist da auch schon unverschämt viel gelasert worden, viel zu zentral mit sehr vielen Herden und der ist auch ein bisschen proliferativ und hat eine riesen zentrale Ischämie. Dieser Visus 1.0, der wird ja vermutlich nicht bleiben. Das Problem ist immer, die Bildgebung müssen Sie korrelieren mit einer klinischen Überlegung. Ja, Sie können nicht nur aus einem OCT-Bild sagen, das wird einer mit einem guten Visus oder das ist einer mit einem schlechten Visus. Sie müssen ein bisschen mehr gucken. Und da hat man lange Zeit versucht, diese OCT-Bilder einfach besser auszuwerten, hat da so eine Compartment-Analyse gemacht. Aus der kann man eigentlich nur lernen, wann ist es ganz schlimm? Was hat also eine schlechte Prognose? Wenn Sie alle diese Patienten angucken, wer hat eine gute Prognose? Der NA, wenn Sie den von dem Ödem befreien, wird er wahrscheinlich relativ dankbar sein und gut sehen. Der da unten bei I mit diesen dicken Zysten oder der bei F, der wird nicht gut sehen. Warum weiß ich das vorher? Weil ich mir angucke, wie dieses Muster dieser Veränderungen aussieht. Und wenn ich so etwas sehe, das ist diese Diskontinuität der Schichten, der inneren und äußeren Segmente, dann ist das etwas, was mir anzeigt, dass wenn ich den behandle, dann sieht er nämlich so aus, eigentlich ganz schön, viel besser, aber der hat nicht gewonnen. Ja, das ist ein Patient, der kommt nach dem dritten Mal nicht mehr, weil der sagt, die spritzen mich, aber das nutzt mir ja nichts. Ja, Sie müssen sich in die Patientenperspektive versetzen und der sieht auch, wenn Sie mit dem Spritzen aufhören, vor der nächsten Spritze sieht er immer wieder so aus. Ja, das heißt, der kriegt immer ein Rezidiv. Man kann sich jetzt darüber unterhalten, der hat ja auch so ein bisschen Adhärenz und Gliose, soll ich den denn peelen? Würde ich von abraten, weil der einfach in seiner strukturellen Veränderung so beeinträchtigt ist, dass das nicht mehr gut wird. Dieser Patient hat zu wenig Traktion, der hat auch eine Gliose, aber auch das wird nicht durch eine OP so viel besser werden. Das ist noch etwas, auf was Sie achten sollen, dieses Drill, das ist eigentlich sich leicht zu merken, das sind diese Hyperfluorescent, ja eigentlich schon, das sind ja schon nicht mehr Dots, das sind schon Riesenkleckse, das sind also strukturelle Veränderungen. Sie müssen immer überlegen, alles was strukturell die Netzhaut zerstört hat, das ist was, was Sie nie mehr verbessern können. Ja, Sie können nur was verbessern, wenn Sie irgendwo Wasser reingepumpt haben und das Wasser ablassen. Ja, wenn Sie danach eine Atrophie kriegen, sieht er nicht gut. Und wenn Sie danach da alles voll Exudate haben und eine Degeneration hinterlassen, wird es auch nicht gut. Das sind diese Entzündungszellen, die wir eben angeguckt haben. Da kann man eine ganze Wissenschaft draus machen. Die Frau Rübsam bei uns hat das gemacht. Die hat gemessen, wo in welcher Schicht sind die. Und da kann man dann immer sagen, die in den äußeren Schichten sind, die sind schlimmer. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass Sie einfach zur Kenntnis nehmen, was sind Exudate und was sind so ganz kleine Pünktchen, was sind also im Prinzip nur diese Phagozytose-Reaktion. Makuläre Ischämie ist ein Thema, mit dem Sie sich unbedingt befassen müssen. Ischämie im Zentrum führt dazu, dass natürlich eine Atrophie entsteht und Sie können das mit Ihrem OCT wunderbar angucken und da gibt es eine schöne Arbeit von Rich Spade, der wurde ja heute schon erwähnt, die ist mittlerweile ein bisschen älter, aber das ist ein lesenswertes Review, was Ihnen zeigt, dass zentral verschiedene Layer an Kapillaren natürlich vorhanden sind. Ja, das ist die ganz normale physiologische Verteilung. Die gibt es nur bei Kindern, die zum Beispiel eine ROP haben, da bildet sich diese Schichtung nicht aus. Bei allen anderen normalen
Augen ist so eine Schichtung der Kapillaren eigentlich vorhanden. Und da können Sie dann immer zeigen, dass in diesem tieferen Plexus, der ist etwas empfänglicher dafür, dass sich eine Ischämie ausbildet. Und da müssen Sie also danach auch suchen, wenn Sie gucken wollen, wie groß ist die Ischämiezone. Und hierbei ist immer dieses rote Bild, ist das praktisch von unten gemachte, und das blaue Bild ist das von oben, also aus dem Glaskörper guckend. Ja, aber der tiefere Plexus ist der, bei dem die Ischämie wirksamer da ist und bei dem auch diese Zysten sich da reinmachen. Wenn Sie OCT-Bilder angucken, finde ich das immer ganz, ganz wichtig, dass man die richtig beurteilt, nämlich so ein bisschen darüber nachdenkt. Gefäße wachsen nicht schnell nach. Und wenn Ihnen einer vormacht, er hat einmal VEGF gespritzt und jetzt plötzlich sind alle Kapillaren wieder da, die sind nicht wieder da. Was passiert ist, ist, das Ödem ist weg. Und wenn Sie, gucken Sie mal diese Bilder hier an, dann sehen Sie da in diese hellblau, diese Lakunen, diese Flüssigkeitszysten. Wenn Sie die alle da rausdenken, dann können Sie plötzlich Ihre Kapillaren wieder sehen. Ja, und das ist das, was Ihnen dann vorgaukelt, da wäre irgendwas nachgewachsen. Da wächst aber in der Regel nichts nach, sondern Sie sehen es nur wieder. Ja, weil einfach ein Ödem diese Kapillarstrukturen auseinanderdrängt und Sie die dann nicht mehr so richtig angucken können. Also merken Sie sich, tiefer Plexus ist eigentlich das, worum es geht.